Nächster Step, wenn wir in diesen weihnachtlichen, aber auch generell in Familienfeiern mit reinkommen, da treffen wir ja manchmal oder häufig auf Menschen, die wir sonst vielleicht eher unterm Jahr meiden würden. Aber wenn wir denn gemeinsam zu Oma und so, hast du da, wie schafft man das trotzdem da in eine Art von friedliche Kommunikation reinzugehen, um gemeinsam doch dieses dann genießen zu können und nicht in Streitereien auszuarten und bestenfalls dann irgendwelche unsympathischen und Nörgeleien und du weißt, was ich meine. Also so diese Situationen. Also bei mir jetzt relativ selten, aber bei mir ist halt einfach niemand mehr da mit dem, aber es gibt ja immer noch, und ich erinnere mich auch an solche Situationen, ja. Wie löst man das am besten gewaltfrei? Es gibt ja Nonviolent Communication, also von Marshall Rosenberg. Da hat ja auch die Vera Birkenbiel das Vorwort geschrieben in dem Buch. Das gibt's, oder was ist denn da dein Favorite oder dein Zugang, den du empfehlen würdest? Du gibst ja auch Seminare mit da drin, auch in Partnerschaft und partnerschaftlichen Kommunizieren auch, ja. Auch ganz wichtig, die Akzeptanz deines Gegenübers. Yes. Machen wir es mal praktisch. Schau mal, Andreas, du hast einen dunkelblauen Pullover, so kommt das zumindest rüber, etwas helleres Hemd darunter, so mag es sein. Und Haarfarbe, was hast du da? Was dürfen wir dir etikettieren? Die gleiche wie deine. Wie heißt deine? Ich vermute dunkelblond nennt man das. Straßenkälte. Ja, dann habe ich dunkelblond. Also ich glaube, es ist ziemlich das gleiche, ja. Okay. Und das heißt, wir unterscheiden uns optisch, obwohl wir einen ähnlichen Farbton haben. Du hast eine andere Gesichtsform, ich habe eine andere Gesichtsform. Du hast eine andere Körperstatur, Kleidung, Stil, Regale um dich herum. Und das heißt, wenn wir uns optisch schon bereits voneinander so stark unterscheiden, warum sollten wir alle der gleichen Meinung sein? Diese Illusion von, der sagt das, dann ist er gut und der sagt das, dann ist er schlecht. Dann ist es doch absolut Blödsinn. Und ich halte immer davon, alles anzunehmen, weil in dem Augenblick, wenn du verurteilst, dann hast du den großen negativen Nachteil, dass du dadurch unbewusst oder die Menschen da draußen, wenn ich jemanden verurteile, dann baue ich eine unsichtbare Mauer zwischen mir und meinem Gegenüber. Und in diesem Augenblick beraube ich mich selbst von demjenigen, also beraube ich mich der Chance, von demjenigen lernen zu können, weil ich von Anfang an in das Ego reingehe und das Ego will immer die Trennung. Jeder sitzt auf seiner Insel und sagt, der ist so und der ist anders. Ja, und das will Labeling. Es packt. Etikettieren. Etikettieren. Oh, warte mal. Naja, ich komme da nicht dran. Ich habe so gelbe Post-its hier am Schreibtisch hängen und überall kann man die Etikette versehen. Und das ist in dem Augenblick, wenn die Wertung aufhört und wir nicht sagen, das ist anders, sondern viel, viel besser vielleicht so ein Satz wie, lass mich die Verbindung sehen. Lass mich erkennen, was zwischen diesem Menschen und mir möglicherweise gemeinsam ist. Oder vielleicht das Universum befragen, was spiegelt mir dieser Mensch in diesem Augenblick? Weil du kannst entweder recht haben oder glücklich sein. Beides zusammen ist sehr, sehr selten. Das liebe ich, ja. Und es gibt nur einen Weg, einen Streit zu gewinnen, das ist, diesen Streit zu vermeiden. Weil wenn du ins Ego gehst, geht der andere ins Ego und dann eskaliert das. Und wenn der Puls größer als 95 ist, ist rationelles Miteinander nicht mehr möglich, weil wir sind so von diesen Stresshormonen, von Adrenalin, Noradrenalin überflutet. Ja, manchen reicht ja das Gesicht. Wenn ich das du Gesicht dieses das, ne? Gegenüber schon sehe, dann wird da schon manches Cortisol und so Polizin. Ja, ja. Richtig, richtig. Wenn du schon ansprichst, übrigens zum Konflikt, zum Streit selbst, bedarf es ja immer mindestens zwei Menschen. Wenn einer jetzt alleine auf einer Insel ist. Na, verstehst du mich, es geht ja oft gar nicht um tatsächlich ausufernden Streit. Es geht ja auch um dieses unterschwellige Du. Mhm. Und das ist ja schon was vergiftet. Es geht ja oft um dieses Gefühl, die Luft da herin ist vergiftet. Und solche, es gibt einfach, das ist dann die Schwiegertochter, was auch immer, wo dann einfach das nicht klappt. Und das ist so schade. Also vielleicht zwei, drei Tipps direkt dazu. Zum einen die Ich-Botschaft. Das Heilige Fest, ja. Genau. Also machen wir mal die GFK durch. Gewaltfreie Kommunikation in vier Stufen. Jetzt in zwei Minuten kriegen wir durchgeschossen. Punkt Nummer eins ist beobachten, statt zu bewerten. Jiddu Krishnamurti, der indische Philosoph, hat mal gesagt, die höchste Form der menschlichen Intelligenz ist zu beobachten, ohne zu bewerten. Das heißt, Step Nummer eins ist, was beobachte ich? Das heißt nicht, Schatz, wir haben uns um 19 Uhr verabredet, du bist zu spät, sondern Schatz, wir haben uns um 19 Uhr verabredet,
Jetzt ist 19.15 Uhr. Beobachtung, neutrales. Stufe Nummer 2 ist Ich-Botschaft. Das heißt, macht es einen Unterschied, wenn ich sage, Andreas, wir haben das und das verabredet. Das und das ist aktuell der Stand. Ich fühle mich traurig. Oder ich sage, du Sau hast es wieder verbockt. Du Sau ist Angriff. Ich fühle mich traurig ist, ich spreche über meine Gefühle. Ich schmeiße meine Maske runter und zeige mich verletzlich. Also beobachten. Ich-Botschaft statt du. Das heißt, ich fühle mich traurig. Ich fühle mich einsam. Ich fühle mich verletzt, frustriert, wie auch immer, über eigene Gefühle statt du, Botschaft, Angriff. Stufe Nummer 3, mein Bedürfnis ist, was möchte ich stattdessen? Und Nummer 4, eine Bitte. Und eine Bitte bedeutet eine Frage, die auch ein Ja und ein Nein akzeptiert und kein, jetzt tu das, was ich dir gesagt habe. Das ist keine gewaltfreie Kommunikation. Das in Kürze. Und das Wichtigste ist, für einen Konflikt bedarf es immer zwei Menschen. Und das heißt, wenn der eine von den beiden stressen will, einen bösen Blick zuwirft, haben wir immer noch Viktor Frankl. Ne? Du liebst ihn in Österreich, haben wir immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, wie reagieren wir darauf. Ereignis. Ja, und Viktor Frankl auch einmal wieder, um dann einen Schritt vielleicht zurückzugehen auf die Metaebene und tatsächlich einmal oder sich so manche Menschen anzuschauen, die denen vielleicht Arme, Beine fehlen, die vielleicht irgendwelche wirkliche Schicksalsschläge hinter sich haben und sich einmal die Frage zu stellen, in Perspektive zu rücken, wie schlimm ist das jetzt wirklich? Ist es jetzt tatsächlich wert, mir da einen Kopf drüber zu machen? Oder sollte meine Energien vielleicht dann doch für manch andere wertvollere Dinge mir aufbehalten und das genießen, was dann doch da ist? Weil vielleicht sind ja die Kinder mit dabei. Und die kann ihn vielleicht auch mich absetzen von der unsympathischen Verwandten und mit den, also das habe ich dann gern gemacht und bin dann mit den Kindern unterwegs gewesen und habe mich mit denen gefreut und hat mit denen Weihnachten verbracht. Wenn dann die sozusagen die Erwachsenen dann eher weniger mir zugeneigt waren, von denen ich gewusst habe. Ja, geht ja. Mhm. Weil ich habe ja immer noch die Wahl. Und das auch bewusst dir zu haben. Oder die Wahl rauszugehen. Ich muss ja eigentlich mit dem aussetzen. Kann ja auch einmal um den Block gehen. Kann man den Hund schnappen und sagen, ach, der braucht eh einen Spaziergang. Eigentlich ist es ja, bin es ja ich, der den braucht, aber das ist ja egal. Also man muss ja nicht auf Konfrontationskurs auch noch gehen. Ich meine, es wird ein paar halbe Stunden geben, wo man halt dann gemeinsam am Tisch sitzt, ja. Aber man muss es sich ja nicht ganz geben, wo man dann noch die 12 Stunden mit dabei sitzt, wenn dann Konversation stattfindet beim Kaffee und Kuchen. Stimmt, genau. Da, wo man dann danach wieder Diät machen muss. Und dann, wie du gesagt hast, aufschreibst und so, ja. Also das wäre vielleicht auch ein Weg, ja. Das wäre vielleicht auch ein Weg, ja. Und Körpersprache, ganz wichtig, ne? Dass wir uns körpersprachlich... Da sag gerne was dazu, ja. Dann schließen wir den Kreis, aber gerne noch zur Körpersprache. Wie würdest du das in dem Zusammenhang mit einbringen? Ja, zum einen das Aufbauen... Status oder Statushaltung auch, oder wie? Gibt es natürlich auch, ganz klar. Aber in dem Augenblick, wenn wir jetzt nur frontal voreinander sitzen, dein Kopf ist geneigt die ganze Zeit, meine auch, unbewusst. Ich weiß nicht, ob es bei dir bewusst oder unbewusst ist. Bei mir ist es so ein Mix von beiden. Also geneigt ist immer mal, ich erlaube dir, mir zuzubeißen. Also wie, sozusagen, ich wäre verletzlich. Ja, genau. Das ist die Verletzlichkeit. Und das sieht man ja gern bei Frauen. Was dann häufig, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber was meinst du jetzt in dem Augenblick im Zusammenhang mit Kommunikation mit Leuten? Richtig, in dem Augenblick, wenn wir uns gegenüber sitzen, dann greife ich dich ja schon an, weil das ist, vielleicht kennst du das, wenn die Büffel aufeinander zurennen, bam, mit den Köpfen aufeinander prasseln. Und genauso ist das mit dem Menschen. Und das ist, wenn ein Mensch jetzt ein Mann einer Frau gegenübersteht, oft sich aufbaut und dann irgendwie eine Botschaft preisgeben will und sie ist irgendwie so groß, dann das wirkt für die Frau von Anfang an schon bedrohlich, ohne dass es der Mann meint, einfach nur aufgrund seiner Körpergröße. Das ist offene Körperhaltung. Das ist, wenn der eine in die Richtung schaut, dann schaut der andere nicht direkt ihm gegenüber, sondern öffnet vielleicht dann die Körperachse leicht, damit das nicht zu Angriff ist. Nicken ist nie verkehrt. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn man jetzt gezählt haben müsste, was wir jetzt hier genickt haben in den letzten 30, 40 Minuten, da würde man schon auf eine stolze Zahl kommen, weil du dann auch unbewusst das Verständnis hast. Und es ist leichter zu zählen als die 70.000 Gedanken. Bingo. Um den Kreis jetzt wieder dahingehend zu schließen. Aber ich würde jetzt, wenn ich noch diesen hinterherfügen darf, ist das Leben nicht schön?
Oh ja, Das ist Bingo. mit der Geil. schönste Film, den ich kenne, Super der gut. das ganze Jahr ein Wunder, das ist der George Bailey, heißt er. Gibt es übrigens in der Psychologie tatsächlich die George Bailey-Methode, Wow. tatsächlich, dass man sich bewusst macht, was, wie wäre die. Das ist noch ein schön, das müssen wir noch mit reinpacken. Ich habe noch die George Bailey-Methode aus dem Film, an den ich heute sowieso empfehlen wollte, ist das Leben nicht schön, das eigentlich ein Weihnachtsfilm ist. George Bailey-Methode, Timothy Wilson heißt der Autor, der hat diese Methode, dieser Psychologe aus den USA, definiert, wo es darum geht, sich bewusst zu machen, wie wäre denn die Welt, gäbe es mich nicht. Da wird man vielleicht auf so manches stoßen, was man sich jetzt so nicht erdacht hätte, bewusst wäre, aber wenn man sich näher dem widmet, was man denn doch für Einfluss hat und wie viel positive Dinge man schon bewirkt hat. Die George Bailey-Methode. Aber den Film unbedingt anschauen, also ein wunderherrlicher Weihnachtsfilm, auch ohne die Methode anzuwenden. Lieber Maxim, an Sie zu Hause. Erstens einmal, sollten Sie uns tatsächlich in der Weihnachtszeit sehen, ein gesegnetes Fest von Herzen Ihnen und Ihren Lieben. Genießen Sie die Zeit, versetzen Sie sich zurück in die wundervollste Zeit Ihres Lebens vielleicht, wenn Sie als Kind dann mit leuchtenden Augen, Sie waren die mit den leuchtenden Augen, ja. Es gibt, und wenn Sie Kinder haben, feiern Sie mit denen, wenn Sie Menschen haben, denen Sie Liebe geben wollen, leben können, geben können, geben wollen. Machen Sie das 365 Tage im Jahr und nicht nur an diesem einen. Und vielleicht machen Sie sich auch bewusst, dass es tatsächlich nicht um irgendwelche monetären, finanziellen Geschichten geht. Auch wenn es ein toller Wirtschaftsfaktor ist für viele. Da denke lieber an den Herrn Scrooge. Aber ich glaube, dass die Geschichte von Charles Dickens, der sich übrigens im Original zu lesen lohnt, was ich tatsächlich schon gemacht habe, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, wunderschön. Lieber Maxim, dir herzlichen Dank. Ich glaube, ich hoffe, ich denke, wir haben so einiges unseren Menschen daheim mit, unseren Zusehern und Zuseherinnen, natürlich auch Sie, mindestens genauso wichtig, mitgeben haben können. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Danke, lieber Andreas. Danke an alle Menschen da draußen. Feste Liebe, feste Achtsamkeit, feste Vergebung, festes Bewusstseins, festes Miteinanders. Danke für das Miteinander. Danke an alle da draußen.